Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter. Heute ist Dienstag, Wahltag, 8. November 2016. Es ist 27 Minuten, der DAX vorbörslich auf 10.462 Punkten. Was für eine starke bullische Bewegung wir gestern beim DAX und aber auch bei den US-amerikanischen Indizes gesehen haben. In den USA insbesondere der Volatilitätsindex über 15% gefallen. Und das ist in der Regel ein Anzeichen dafür, dass die institutionellen ihre Short-Positionen, ihre Hedge-Positionen schließen. In Deutschland ist der VDAX nicht so stark zurückgekommen. VDAX neu um 3, irgendwas Prozent. Allerdings, dieser signifikante Rückgang des Volatilitätsindexes in den USA kann ein Zeichen sein, dass gestern insbesondere wieder die spekulativeren Werte, die sogenannten Small Caps, gefragt waren, dass die Finanztitel gefragt waren. Auch das ist ein mehr bullisches Zeichen, ohne dass wir jetzt bisher Ausbrüche gesehen haben. Wir schauen zunächst auf den DAX. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass das hier, was wir seit Anfang August sehen, eine mehr bullische Seitwärtskonsolidierung ist und dass man hier und hier nach unserem Dafürhalten entweder die Range traden konnte oder auch diese Unterstützung kaufen konnte mit dem Ziel in Richtung etwa 11.500, mit dem Wissen, dass es nicht klar ist, ob hier der Markt die 10.800 aus dem Weg räumen wird oder nicht. Als der Markt dann hier zurückkam, haben wir gesagt, es ist immer noch eine mehr bullische Konsolidierung, denn wir haben einen Aufwärtstrend, tief, höheres Hoch. Wir haben über die Woche eine horizontale Widerstandszone hier bullisch aufgelöst. Wir haben eine Trendlinie bullisch aufgelöst. Ist immer noch mehr bullisch. Was wir nicht wissen, und das muss uns bitte klar sein, ist, vielleicht will ja auch der Markt einen Doppeltop machen. Falls wir also durch diese Nackenlinie fallen sollten, insbesondere unter die 200-Tage-Linie gehen sollten, dann könnte der Markt auch noch ein bisschen mehr Druck entwickeln. Stand jetzt will der Markt nicht nach unten durchgehen. Stand jetzt wird hier diese Unterstützung bestätigt. Ich habe Ihnen aber auch vorgestern gesagt, also am Freitag, so muss man sagen, hatte ich Ihnen gesagt, jetzt hier will ich diese Unterstützung nicht kaufen. Da wollte ich sie kaufen, da wollte ich sie kaufen, hier will ich sie nicht kaufen. Der Markt kommt zurück. Wunderbar. Das hier, nach meinem Dafürhalten, bei einigen Aktien aber durchaus sehr interessant, diese Bewegung, die wir gesehen haben. Vielleicht schaffen wir das, Ihnen das zu zeigen. Am Wochenende ganz ausführlich haben wir mit unseren Mentorschülern genau darüber gesprochen, welche Aktien hier, falls der Markt zurückkommen sollte, interessant wären, wie man sie traden kann, was man alles warten könnte, welche Gefahren es gibt, wenn man gleich die erste Bewegung tradet und so weiter und so fort. Nochmal durch unsere Systematik durchgegangen. Okay. Wenn wir beim DAX selbst bleiben, wenn wir beim heutigen Tag bleiben, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Ja, die New York Times berechnet 85%ige Wahrscheinlichkeit, dass Frau Clinton gewinnt. A, wissen wir es nicht und B, wissen wir nicht, wie der Markt reagieren wird. Das wird, und das ist mir ganz wichtig, Leute, die Wahl wird, wie auch immer sie ausgehen wird, entweder entsteht Panik, Verkaufspanik, Kaufpanik, hast du nicht gesehen, 1, 2, 3, irgendwann beruhigt sich der Markt, dann konsolidiert der und dann kann man immer noch die Technik traden. Und das ist das, was ich will. Und deswegen will ich mich heute nicht positionieren, um nicht die Wahl zu verpassen. Erste Kernaussage. Zweite Aussage, ich weiß auch gar nicht, wie der Markt auf die Wahl reagieren wird. Vielleicht gewinnt Frau Clinton und der Markt macht nur eine kleine Bewegung und dann gibt es einen Rohrkrepierer. Was weiß ich? Wissen wir nicht. Müssen wir uns bitte klar machen. Druck entsteht bei Ihnen. Und das ist mir ganz wichtig. Druck entsteht bei Ihnen, weil Sie sich selbst festlegen, was als nächstes passiert und das dürfen sie auf gar keinen Fall passieren und dann wird das so und so und so und so kommen und dann, naja, wenn man sich denn ja vermeintlich ganz sicher ist, was passieren wird, dann sagt dir die Psyche, ja, du kannst doch nicht zusehen, wie du jetzt die Chance verpasst. Wenn man sich aber klar macht, wir wissen überhaupt nicht, was als nächstes passiert, selbst wenn der Markt das macht, was wir erwartet haben, wir haben es nicht gewusst, das haben wir nur geraten, der Markt hat nur 50 andere Möglichkeiten. Wenn Sie sich festlegen, was als nächstes passieren wird, haben Sie gar keine andere Möglichkeit, als dass Sie sich jetzt positionieren. Wenn Sie sagen, pff, weiß ich nicht, aber wenn es so kommt, dann kann ich es erkennen. Und dann, nachdem ich es erkannt habe, werde ich es traden. Können Sie entspannt zugucken. So geht es mir zumindest. So geht es mir. Okay, also. Wir wissen nicht, das ist mir ganz wichtig, ob heute Kaufpanik entstehen wird, aufgrund dieser Bewegung. Also, dass einige Marktteilnehmer sagen, oh nein, jetzt darf ich es auf gar keinen Fall verpassen, kaufen. So wie hier. Vor der Wahl in Großbritannien, bei der Brexit-Entscheidung. Dass diejenigen zum Beispiel, die noch Short hier in diesem Markt sind, die eigentlich durch die Wahl ihre Shorts halten wollten, zugucken müssen, oh, der steigt ja immer weiter, steigt ja immer weiter. Und dann gibt es einen Squeeze, die werden ausgestoppt oder die schmeißen ihre Shorts. Das könnte passieren.
Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, keine Ahnung. Ich kann hier aus dem Chart, ohne dass es die Kerze gibt, kann ich nicht die Psychologie rauslesen. Das, was ich Ihnen sagen kann, ist, wenn auch untergeordnet, gibt es zwischen 10,5, 30 und 10, 6 mehrere Widerstandsmarken. Diese rote Linie, die offene Lücke, die 10,5, 30 bei 10,5, 30 geschlossen werden würde, die 20-Tage-Linie, die aktuell bei 10,5, 80 ist, aber weiter fällt, und die, ach, jetzt haben wir hier wieder einen Tageschart, Sie verzeihen bitte vielmals, und die 200-Stunden-Linie, die hier bei 10,5, 80 ist. So, das heißt, hier ist eine größere Widerstandszone, 10,5, 30 bis 10, 6. Nicht ganz so einfach, dass der Markt drüber geht. Falls der Markt darüber gehen sollte heute, da muss man sagen, kann es auch noch darüber hinausgehen. Also der Markt hat das Potenzial, in Richtung 10,5 zu laufen, in Richtung 10,5, 30 zu laufen, möglicherweise 10,6. Darüber am heutigen Tage unwahrscheinlich. Dann auf der anderen Seite, zum einen das Tagestief von gestern, 10,380, ist eine große Unterstützung. Falls der Markt weiter zurückgeht, 10,330, große Unterstützung, und spätestens 10,280. Von hier Intraday erwarten wir die Bullen. Unwahrscheinlich, dass der Markt hier die gesamte Lücke heute schließen sollte. Es sei denn, es gibt irgendeine Nachricht. Falls der Markt zurückkommen möchte, dann ist hier 10,380, 10,350, spätestens 10,330 ist hier nach meinem Dafürhalten mit Unterstützung zu rechnen. Gut, ich würde Ihnen gerne einmal den Dow Jones zeigen. Und der Dow, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass da hier viel Unterstützung auf uns wartet. Horizontal, das Dach der alten Flagge und übergeordnete Flagge. Das ist die kleine Flagge und das ist die große Flagge über die Woche. Dass wir hier in Richtung Unterstützungen laufen. So, jetzt kommt der Markt hier hin und bam, springt nach oben. Gerade der Dow Jones, schauen Sie sich mal an, der hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage tiefere Schlusskurse gehabt. Eigentlich muss man sagen, das war der stärkste von allen. Der S&P, Russell, die sind um 9 Tage in Folge gefallen. Der Dow hat diese gesamte Abwärtsbewegung in einer einzigen Kerze egalisiert. Ist hier direkt an der Widerstandslinie dieser Bullenflagge angekommen. Das ist die Stange, das ist die Flagge. Fortsetzung erscheint gerade wahrscheinlicher. Wenn ich mir dessen ETF anschaue, was um 2 Kommastellen und 16 Punkte verschoben ist, also der Dow hat bei 59 geschlossen, okay, 14 Punkte. Da ist die Flagge schon bullisch aufgelöst worden. Was mir fehlt, ist das Volumen. Was mir fehlt, ist das Volumen, und nach unserem System bekommt diese Bullenflagge keine Bestätigung, Stand jetzt, für eine Fortsetzung. Deswegen würden wir diese Bullenflagge Stand jetzt, nicht nur weil es Wahlen gibt, würden wir Stand jetzt nicht traden. Der Gesamtmarkt Stand jetzt mehr bullisch. Wir haben die Wahl vor der Brust, wir wissen den Ausgang der Wahl nicht und wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagieren wird. Einen Wert will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, das war übrigens auch eine Hausaufgabe. Hatte ich Ihnen aber auch vor einigen Tagen gezeigt und gesagt, ja, Allianz hat eine große bullische Keilformation bullisch aufgelöst, läuft hier in Richtung einer horizontalen Widerstandsmarke, hat zuletzt eine Aufwärtsbewegung von 13% gemacht in gerade mal 18 Handelstagen. Ich hätte Ihnen gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass Allianz sofort weiterlaufen wird. Entweder muss er hier konsolidieren und dann weitergehen oder er macht ein Pullback. Und der Pullback läuft in eine horizontale Unterstützung und auf das Dach des Kals. Und genau darüber hatten wir am Wochenende mit unseren Mentorschülern gesprochen. Und wie das zu handeln ist, wo man seinen Stop-Loss setzen kann, was die Zielzonen sind. All diese Dinge lernen Sie bei uns beim Mentorprogramm, beim Seminar. Das theoretische Wissen, das praktische, das zeigen wir Ihnen dann immer wieder in Hausaufgaben und Webinaren. Sie sind ganz herzlich eingeladen, Ihr Trading im Jahr 2017 auf einen anderen Level zu hieven. Es systematisch zu machen, es nachhaltig zu machen und es mit mehr Sicherheit und mehr Freude am Traden zu machen. Jetzt einfach sich über unser Mentorprogramm informieren und wenn Sie weitere Fragen haben, ich stehe sehr gerne zu Ihrer Verfügung. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativem Charakter zu den Rohstoffmärkten, Aktien und Indizes.